Bosch ist ja aus dem E-Bike-Bereich nicht mehr wegzudenken und wir sind hier auf der Eurobike und wir stellen euch gleich die neuesten Updates 2018 zu dem Bosch-Motor vor. Hi, hier ist der Markus von Fahrgestell Fitbikes und neben mir steht der Sebastian von Bosch. Jawohl, und wir sind auf dem Eurobike-Stand und es gibt ein paar Updates. Was für Updates gibt es denn? Genau, wir haben auch wieder dieses Jahr einige Neuigkeiten, die wir hier vorstellen. Zum einen Kiox, das neue Display von Bosch für den sportlichen Fahrer. Kiox ist ein Farbdisplay, das besonders robust und kompakt gebaut wird. Ermöglicht dem Fahrradhersteller auch teilweise eine Integration in den Vorbau zu ermöglichen. Kiox ist auch sehr intuitiv zu bedienen. Kiox kommt dann auch mit einer neuen Remote, der Remote Compact, wo wir besonderen Fokus auch auf die Haptik gesetzt haben, damit es auch im Trail voll bedienbar ist und ein klares haptisches Feedback gibt. Kiox ist auch mit einem Bluetooth ausgestattet und ermöglicht dementsprechend auch mit einem Herzfrequenz-Brustgurt letztendlich die Herzfrequenz auch mitzumessen. Und auch wir haben eine spezielle Halterung mit einem Magnet, die es sehr schön ermöglicht, das Kiox also aufzusetzen und zu entnehmen. Ab 2019 wird es dann dazu auch eine App geben, die es ermöglicht, dann auch Software-Updates auf Kiox zu spielen. Und da kommen dann auch einige spannende Features, wo wir dann auch in der Zukunft auch darüber berichten werden. Das machen wir. Kann ich es nachrüsten auch oder ist es noch standardmäßig zu kriegen? Sehr gute Frage. Es ist erstmal nur für den OEM gedacht, in der Hinsicht, dass der OEM ja die Möglichkeit hat, speziell zu integrieren. Und damit entfällt quasi die Nachrüstbarkeit im Handel, weil dann ein spezieller Vorbau dafür erforderlich ist und der OEM sich da auch Mühe gibt, das quasi direkt ins Cockpit-Konzept eben zu integrieren. Aber es ersetzt nicht das Purion-Display? Nein, das kommt ergänzend neben dem Purion, dem Intuvia und dem Neon und hat klaren Fokus auf die sportliche Zielgruppe, die ein aufgeräumtes Cockpit haben möchte, trotzdem zentral ein hochwertiges Display, was besonders auch auf die Ablesbarkeit auch bei Sonneneinstrahlung eben dafür gedacht ist. Okay, dann haben wir noch was Zweites, soweit ich gehört habe. Genau, das Zweite, wir haben auch mit vielen Endkunden gesprochen und das Thema Ladegeschwindigkeit ist einfach auch ein Thema, was viele betrifft. Und wir bringen dieses Jahr den Fast Charger. Der Fast Charger lädt mit 6 Ampere und ermöglicht es dementsprechend ein PowerPack 500 oder PowerTube 500 in nur 3 Stunden vollständig zu laden, also von 0 bis 100%. Im Vergleich dazu, unser Standard-Charger bisher hat dafür 4,5 Stunden gebraucht. Das heißt, wir gewinnen 30% an Ladeschnelligkeit. Schade, das im Akku in irgendeiner Form? Nee, also alle unsere Produkte sind ja aufeinander quasi abgestimmt. Die Ladegeräte und die Batterien werden ja bei Bosch in-house entwickelt. Und wir setzen natürlich alles, dass egal ob Compact Charger, Standard Charger oder Fast Charger jetzt, der neue Charger, mit unseren Batterien auch keinen Einfluss auf die Lebenszeit auch haben. Das heißt, da ist keine Verschlechterung durch ein schnelleres Laden. Thema Laden und wie lange hält ein Akku und so, da haben wir schon mal ein Video zu gemacht. Schreiben wir gerne in die Beschreibung unten rein, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber wir haben noch was Drittes. Genau, auch unser Spitzenprodukt Performance Line CX. Da haben wir letztes Jahr den EMTB-Mode vorgestellt, der eingeschlagen ist wie eine Bombe bei den E-Mountainbike-Fahrern durch seine Progression und seine Reaktivität. Ich habe die Kraft direkt am Pedal und wir haben das Alpin-Paket, so wie wir es nennen, also CX ist ja unser Produkt fürs Gelände, haben wir nochmal dieses Jahr erweitert um 2 weitere Features. Erste Feature ist das Thema Schiebehilfe. Wenn man im Uphill-Flow ist, möchte man eigentlich nicht vom Fahrrad absteigen, aber ab und zu kommt es halt schon in steilen Gelände zu Situationen, wo man dann doch den Fuß am Boden setzt. Und in dem Moment spielt die Schiebehilfe eine sehr wichtige Rolle, nämlich dass man bis an den Gipfel kommt und nicht irgendwie wieder umdrehen müssen. Wir haben da im Rahmen der Gesetzesgebung, die es natürlich ermöglicht, bis zu 6 km/h eine Schiebehilfe zu realisieren, haben wir unsere Sensorik dazu verwendet, dass abhängig von der Steigung letztendlich die Schiebehilfe dann auch kräftiger wird und damit es ermöglicht, Hindernisse auch im Trail einfach zu überwinden. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, hat es ja auch sehr viele letztes Jahr in der Presse gelesen, Short Cranks oder kürzere Kurbeln, ganz neuer Trend.
haben auch sicherlich der eine oder andere E-Mountainbike-Fahrer im Trail gemerkt, wenn man im aufwärts fährt, kommt man ja mittlerweile auch dank des EMTB-Modes jede Passage hoch, aber führt auch dazu, dass man ab und zu mit den Kurbeln dann irgendwo hängen bleibt. Ja? Und mit Modlia 19 gibt es dann auch die Möglichkeit einer speziellen Applikation, die auch für Kurbeln mit 165 mm und kürzer letztendlich dieses Fahrverhalten dann anpasst und dann auch für kurze Kurbeln das gleiche Feeling ermöglicht, wie es bekannt ist für alles, was bisherige Kurbeln sind. Alle diese Software-Features sind auch nachrüstbar. Dazu einfach zum Fahrradhändler gehen und dann über das PC-Tool kann diese Software aufgerüstet werden. Also viele Neuerungen im kleineren Bereich, bis auf das Display, was ich schon ganz cool finde. Neue Akkus, neue Motoren gibt es erst irgendwann später, dieses Jahr nicht? Nee, also wir haben ja letztes Jahr den neuen Active Line und Active Line Plus vorgestellt, mit wirklich Fokus auf Geräusch, minimalen Rollwiderstand. Und meines ist ja bekannt, Bosch arbeitet ständig an neuen Entwicklungen und auch für die Zukunft haben wir einiges im Petto, aber jetzt erstmal keine weiteren Neuigkeiten für dieses Jahr. Okay, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und weiterhin noch viel Spaß auf Eurobike, ist ja nur noch ein Tag. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Bosch-System, Bosch-Updates, gerne in die Kommentare reinschreiben, auch gerne eure Erfahrungen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und unten rechts könnt ihr auch abonnieren klicken, wäre wunderbar. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß noch. Danke dir.